Ausstellungseröffnung Abstrakt trifft konkret. Frauen, Kunst, Raum. Im Landhaus Eisenstadt zeigt Werke von Ulrike Mitrowitz. Eine Ausstellung von Werken der Künstlerin Ulrike Mitrowitz eröffnete Frauenlandesrätin Verena Dunst im Landhaus in Eisenstadt. Die Ausstellung zeigt Acrylbilder auf Leinwand. In ihren Bildern spiegeln sich intensive Emotionen und die Auseinandersetzung mit Farbe als Ausdrucksmittel für Gefühle wider. Die Werke sind das Ergebnis von Arbeit mit viel Herzblut, sagte Dunst bei der Eröffnung der Schau, die vom Gesangensemble der Wiener Singakademie untermalt wurde. Die Bilder sind noch in den nächsten Wochen im Landhaus Eisenstadt, erster Stock am Gang zu den und in den Amtsräumen von Landesrätin Verena Dunst zu sehen. Schön, dass Sie mich nicht finden, wenn so viele Menschen da sind. Das wollen wir auch so, dass Sie uns finden müssen. Aber heute steht ganz im Mittelpunkt und daher möchte ich die Dame einmal sozusagen ins Rampenlicht stellen. Nämlich unsere Künstlerin, die heute viele von Ihnen mitgenommen hat. Und vor allem herzlichen Dank auch an Sie. Aber nachdem diese Dame mit mir ein bisschen verwandt ist, hat sie gleich alles in die Hand genommen. Menschen aus dem Hause erleben mich heute ganz anders, sanft, nett, südburgenländisch. Weil eine andere Dame alles in die Hand genommen hat, nämlich meine Cousine. Ich darf dich jetzt einmal ganz, ganz herzlich begrüßen. Darf Sie alle begrüßen. Schön, dass Sie gekommen sind. Lassen Sie mich vielleicht noch ein bisschen diesen Raum erklären, die Funktion erklären und warum Sie heute hier in der Regierung bei uns sind, worüber uns wir sehr freuen. Zunächst einmal ist es uns ganz, ganz wichtig und ich gehöre der Regierung jetzt seit 14,5 Jahren an. Alle haben wir gemeinsam ein Ziel. Öffnen, die Menschen sollen zu uns kommen. Wir gehen zu den Menschen raus, sie sollen uns aber auch besuchen. Hier soll keine Scheu bestehen, mit uns ins Gespräch zu kommen. Wir laden während des ganzen Jahres ein, immer wieder sagen wir, Tag der offenen Türen an und auch viele andere Angelegenheiten, die wir mit Ihnen gemeinsam besprechen wollen. Heute ist uns gelungen, dass Sie alle zu uns gekommen sind. Diese Ausstellungen, so wie wir sie heute eröffnen, sind eigentlich auch schon ein ganz wichtiger Bestandteil meines Regierungsbüros. Als ich vor 14,5 Jahren da sozusagen beschlossen habe, mehr da zu wohnen als zu Hause im Südburgenland zu sein, ergibt sich unfreiwillig, ist aber eine Tatsache. Da habe ich überlegt, womit mag ich mich umgeben? Ich werde in diesen Räumen viel Zeit verbringen. Ich habe mich übrigens nicht geirrt mit der Annahme. Und habe gesagt, okay, aber es soll was Lebendes sein. Damals gab es, und in aller Wertschätzung für unsere großartigen Kunstarchive, gab es natürlich viel Angebot. Ich habe mir aber entschieden zu sagen, nein, ich halte das nicht aus, ich bin immer für schnell, für Flexibilität. Und ich möchte vor allem nicht immer und Jahre das Gleiche anschauen und habe dann eingeladen, die Frauen des Burgenlandes, genau das zu tun, was sie jetzt seit vielen Jahren tun, nämlich hier in den Räumen auszustellen. Und daher gibt es in wenigen Abständen, relativ kurzen Abständen, immer wieder Frauen, die hier meine Räume, die Räume der Regierung nutzen, um mir einfach zu zeigen, worum es ihnen geht, was ihre Anliegen sind, was ihre Absichten sind. Und da haben schon viele, viele Künstlerinnen des Landes, manche bekannter, manchmal unbekannterweise, hier ausgestellt. Alle haben ein Ziel mit mir gemeinsam, nämlich, dass sie die Chance haben, in der Regierung auszustellen. Da sind viele Menschen im Haus. Sie dürfen nicht vergessen, wir haben über 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vielen Standorten, aber sie kommen sehr, sehr viel hierher. Wir haben viele Menschen, die unseren Rat suchen. Wöchentliche Sprechtage gehören dazu. Und damit haben wir sie einfach immer da. Und Menschen können unsere Ausstellung und daher auch viele, viele Menschen
können wir das zugänglich machen. Heute freue ich mich sehr, dass wie immer sehr viele Menschen aus dem öffentlichen Leben, viele aus den privaten Bereichen und so weiter hier sind, aber vor allem auch viele Freunde von der Uli. Ich darf das jetzt so sagen, eigentlich ordentlich gesagt, Ulrike Mikovic, Master, Bachelor, eine gescheite Frau, eine tolle Frau, die auch ihre Chefin mitgebracht hat, die sie aber dann selber bitte vorstellt und sie alle mitgebracht hat. Erlauben Sie mir doch einige wenige Persönlichkeiten herauszunehmen, obwohl ich weiß, dass es Ihnen eigentlich allen zusteht, Sie zu begrüßen. Damit ihr niemand vergisst, was ich aber sicher schaffen werde, möchte beginnen mit dem Chef der Abgeordneten, nämlich den Herrn Dupopan Iletic. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ganz wichtig ist uns natürlich Ihnen allen wie wir, dass wir uns da und heute und sonst auch immer wohlfühlen und sicher fühlen. Der ist der Vertreter, einen möchte ich nennen, seitens der Beamten, nämlich der Landessicherheitskoordinator, Landessicherheitszentrale Chef, der Herr wirkliche Hofrat Ernst Pötschke hier. Herzlich willkommen, Ernst. Wir sind verteilt, das ist gut so, weil sonst wäre es eh viel zu warm für Sie. Wir sind verteilt, also nicht alle werden Sie jetzt sehen, die ich begrüße. Ich freue mich auch, dass ein südburgenländischer Vertreter, der zuletzt sehr stark in den Medien vertreten ist, nicht nur in seinen vielen Kanzleien, nämlich herzlich willkommen, der Herr Magister Dax. Wichtig ist, dass auch Künstlerinnen, die da ausgestellt haben oder beim Landeshauptmann aufstellen, übrigens jetzt haben sehr viele die Ideen aufgegriffen, ich freue mich. Ich war damals die Erste, die Räumlichkeiten geöffnet hat. Mittlerweile gibt es viele Ausstellungen im Haus. Eine der ersten Damen, die hier ausgestellt hat, ist die Frau Hermine Schlag. Sie ist mit ihrer Tochter da, der Chefin des Renninstitutes. Meine Damen, herzlich willkommen beide. Ich höre schon auf, weil es eigentlich viele verdienen, dass sie begrüßt werden würden. Aber Sie alle sind unser Gast, wir freuen uns darüber, dass Sie da sind, vielleicht in Vertretung des Herrn Landeshauptmannes, den du ja, Uli, persönlich kennst, dem es aber wichtig war, der ist unterwegs. Ich darf dich aber sehr herzlich grüßen lassen und in seiner Vertretung ist seine Büroleiterin, die Frau Magister Christina Fleischacker, da. Herzlich willkommen. Ja, und natürlich sind uns ganz, ganz wichtig viele Menschen aus dem Südburgenland, besonders aber natürlich deine Eltern, deine Familie, deine neue Familie in Winden und viele Freunde, die deiner Einladung heute gefolgt sind. Aber ich nehme an, wie die Tafelfrau, das wirst du selber sagen wollen. Gut. Herzlich willkommen, ich darf damit an die Künstlerin übergeben. Vielleicht erlaubt sie mir dann später, sie vorzustellen oder sie macht selber, wie gesagt, heute bin ich wirklich ganz, ganz, ganz besonders zurückgezogen, weil so eine gescheite Frau, der muss man einen Platz lassen. Bitte. Gerührt, muss ich zugeben. Es sind so viele gekommen und ich freue mich wahnsinnig.
Heute geht es um das Erleben mit vielen, vielen Sinnen, eigentlich mit allen Sinnen. Zum einen das Sehen, das sind die Bilder, das Hören. Kathi, ich würde dich bitten, dass du dein Team noch vorstellst und ein paar Worte zu euch sagst. Ich durfte am letzten Sonntag ein wahnsinnig tolles Konzert von dieser Truppe mit noch mehr Menschen besuchen, also absolut mein Highlight. Ich freue mich über jeden von euch, der gekommen ist. Ich weiß, es ist ein verlängertes Wochenende steht ins Haus und jeder will eigentlich heim. Umso mehr ist es für mich ein Zeichen der Wertschätzung, dass ihr mir entgegenbringt, dass ihr heute da seid. Ich habe Sehen und Hören schon angesprochen. Ich habe da ein tolles Glas Wein aus Budersdorf stehen. Also einen ganz lieben Gruß da nach hinten an Bernd und Birgit. Weingut Heiling kann ich sehr empfehlen. Also zum Wohl. Ich glaube, einige haben schon genossen. Was euch vielleicht auch interessieren wird, ist, wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass ich da bin? Und vielleicht auch, warum tue ich das, was ich tue? Und Christina? Da komme ich ins Spiel. Genau. Also mein Name ist Christina Reiter und ich kenne jetzt die Uli seit 4 Jahren. Wir arbeiten seit 4 Jahren zusammen. Und sie hat beim Eingang steht also ein kurzer Lebenslauf von ihr. Und es steht, sie ist Personalistin, in Klammer Recruiting Manager, was auch immer das zu bedeuten hat. Und das heißt, was die Uli den ganzen Tag macht, sie führt Interviews mit den verschiedensten Menschen. Und wir haben uns gedacht, wir drehen das jetzt einfach mal um und jetzt muss einmal die Uli Rede und Antwort stehen. Und das werden wir jetzt auch machen, liebe Uli. Muss ich jetzt nervös sein, Christina? Ich weiß nicht, sind deine Kandidaten nervös? Ich nehme ihnen immer die Angst. Ja, genau. Ich weiß nicht, also deine Vernissage oder deine Ausstellung heißt ja Abstrakt trifft konkret. Jetzt ist es so, dass Südburgenland auf Nordburgenland trifft, weil ich komme aus Mattersburg. Und somit schauen wir mal, wie das ausgeht, das Duell. Ja, wie kamst du dem Titel Abstrakt trifft konkret? Ich male seit fast 10 Jahren mit größeren Pausen dazwischen. Insofern sind Motive, es gab so Phasen, da habe ich sehr viel konkret, also wenn man sich kurz umdreht und da die Quitten aus Papas Obstgarten sieht und diverse andere Früchte, also diese Phase der konkreten Dinge, aber dann auch wieder die etwas wilderen Bilder, wo man sagt im ersten Moment, man erkennt es nicht ganz, was da sein soll, wenn man aber einen Schritt zurücktritt, und das würde ich euch bitten, beim Betrachten der Bilder wirklich durchaus einmal mehrere Schritte nach hinten zu gehen. Und wie bist du auf die Idee gekommen, jetzt so eine Vernissage überhaupt zu machen? Gut, das war ganz einfach. Hin und wieder bin ich ja doch im Südburgenland und da saß ich dann zu Hause am Tisch und schaue mir immer diese südburgenländischen Bezirksblätter an und denke mir, Vernissage, eine Güssingerin stellt aus und sehr interessant, Frauenkunst, Frauenburgenland, na cool, da rufe ich jetzt an. Und genauso habe ich es gemacht, zum Hörer gegriffen, grüß Gott, da spricht Ulrike Mikowitz, ich habe das gesehen in der Zeitung, was muss ich denn tun, um das auch tun zu können. Die Antwort waren 3 Voraussetzungen, nämlich Frau sein, und gesagt, passt, ist da. Das zweite war, Sie müssen in Burgenland gemeldet sein, sage ich, passt. Doppel, Haupt- und Nebenwohnsitz passt auch. Und naja, tun Sie irgendwas mit Kunst, malen Sie, sage ich, ja, eine Grünmalerei reicht das. Ja, sehr gut, gibt es noch mehr Voraussetzungen, wann ist der Termin? Und so ist das Ganze dann zustande gekommen und ins Rollen gekommen. Und da muss ich ehrlich sagen, ein großes Danke da, 2 Zimmer weiter an die Frau Ferstl und an die Frau Höfhausen Frauenreferat, die mich da wirklich toll, toll, toll unterstützt haben bei der Organisation, um das Ganze hier in Gange zu bringen. Und eine möchte ich hier und jetzt auch gleich erwähnen, da ist die Silvia Jaksch, die hat mit mir letzten Freitag 4 Stunden verbracht, um diese Bilder hier genauso zu platzieren, wie sie jetzt hängen. Silvia, nochmals vielen, vielen Dank, wir trinken nachher noch was, gell? Ja. Zu bezeichnen. Okay. Ich kenne ehrlich gesagt, ich habe es nicht gegoogelt, die offizielle Definition von Künstlerin. Schwierig. Was heißt Lang. Das? Ich würde mich eher bezeichnen als jemand, der gerne kreativ etwas schafft. Das ist ein guter Ausgleich für mich zu dem Job, der sehr viel am PC ist und ich bin so der haptische Typ, ich muss die Dinge angreifen und wenn ich das dann da habe, das fertige Bild, immer, ja cool, das kann ich angreifen, das kann ich anschauen. Und welches ist dein Lieblingsbild? Schwierige Frage. Ganz ehrlich, es ist immer genau das in dem Moment, das ich male. Das ist es.
Jetzt stehst du da quasi vor deiner ersten Ausstellung. Es sind wahnsinnig viele Freunde, Bekannte gekommen. Was erwartest du jetzt von deiner ersten Ausstellung? Was erwarte ich mir? Ich habe gehofft eher, dass viele kommen. Danke, 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 das ist eingetroffen. Was erwarte ich mir? Es war für mich eher, diesen Mut zu fassen, nach 10 Jahren, und das Zimmer wurde immer kleiner, und mein Mann, wo ist er, der sagt, trab das einmal auf Zeiten, weil es ist kein Platz mehr. Jetzt tue mal weiter. Und er mit unter anderem war der Grund für mich zu sagen, okay, ich fasse meinen Mut zusammen. Ich bin der Meinung, die Bilder sind nicht so schlecht, dass ich mich dafür schämen muss, ganz im Gegenteil, und den Mut gefasst, damit in die Öffentlichkeit zu gehen und euch allen diese Bilder einfach zu zeigen. Sehr schön. Sehen, wo Verkauf draufsteht. Was mache ich jetzt, wenn ich mich wirklich für ein Bild interessiere und wenn ich sage, ich will das jetzt haben? Dann freue ich mich wahnsinnig, ja, und bin total stolz, ja, dass du oder alle von euch sagen, war das Bild, das ist es, das hängt genau hinter meiner Wohnzimmercouch, in der Küche, wo auch immer. Über ein Klavier, habe ich schon gehört. Über ein Klavier, sehr, ja, fein. Ja, ich bin stolz, dass ich mit meinem Bild, mit meinen Bildern euren Wohnraum, euer Zuhause angenehmer, wohnlicher, noch wohnlicher gestalten kann. Und das Wichtigste ist, wie gesagt, ich bin zwar nicht die Größte hier im Raum, aber einfach die mit der purpur getupften Bluse einfach bei mir heute anstoßen, heute mit mir reden. Ich sage es ehrlich, die Bilder gebe ich euch nicht gleich mit, sondern die würde ich euch gerne persönlich liefern, weil ich muss ja schauen, wo meine Babys hinkommen. Ja, super. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, es sind wirklich tolle Sachen dabei, und ja, kauft es. Danke, Christian. Eine Bitte hätte ich noch. Da gibt es ein Gästebuch. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn der ein oder andere oder alle hier irgendwie einen Eindruck, ein Gefühl, weil ich habe davor gesprochen von allen Sinnen, sehen, hören, schmecken haben wir schon gehabt, dieses Fühlen, wenn sie vor den Bildern steht und irgendwie das eine oder andere wirklich etwas auslöst in euch, und, da wird man warm dabei oder was auch immer, ja, passiert, dass ihr das vielleicht in diesem Gästebuch hier festhaltet. Ich lasse das Gästebuch hier liegen. Euch wird vielleicht auch aufgefallen sein, es gibt einen Katalog. Also wer es nicht schafft, sich überall durchzudrängen, es gibt auch einen Katalog, die liegen auch auf. Hier sind gesamt alle Bilder drinnen. Schaut es euch durch, liegt auch auf. Aber ganz freue ich mich auf einen Eintrag in meinem Gästebuch. Dankeschön. Danke. Wir singen zum Abschluss Lady When I Behold von John Dory. Und dann als wirklicher Abschluss für das Geburtstagskind unter uns, weil Uli hat uns gesagt, es gibt ein Geburtstagskind, das Irish Blessing. Thank you.
Ich werde schon zum Abschluss kommen, weil ich ja weiß, dass einige von Ihnen beruflich schnell den Weg nach Wien finden müssen. Daher noch einmal am Ende zusammengefasst. Es ist schön, dass die Frau Magister Ulrike Mikovic heute aufsteht. Schön, dass sie alle mitgebracht hat als ihre Gäste. Danke, dass auch andere meiner und unserer Einladung gefolgt sind, um heute bei der Ausstellungseröffnung da zu sein. Und dass das Haus Mikovic sehr starke, tolle Töchter hat, das, glaube ich, hat die Uli heute auch bewiesen. Ich freue mich, dass ich auch einmal so geheißen habe. Danke, Verena. Ich weiß, es ist warm, mir ist auch schon warm. Es gibt genug Wein draußen, es gibt auch antialkoholisches Herinnern und es gibt einen Gernkrug aus dem Südburgenland. Und den würde ich euch schwerstens empfehlen. Also, ja, zugreifen, kosten, Nussgipfel, Grammel Bogaccia und jetzt kommt die Burgenländerin durch, Salzstangl. Gerne zugreifen, auch wenn du isst die Grammel Bogaccia, bitte nicht. Ja? Genießt es, ich würde mich freuen, mit dem einen oder anderen noch kurz zu plaudern und solange uns die Schuhferstl die Tür nicht zusperrt, einfach genießen. Geht halt was aus, sie ist 15 Jahre bei mir. Damit dürfen wir beide die Ausstellung heute eröffnen. Alles Gute, schön, dass Sie da sind und einen Riesenapplaus für unsere Künstlerin. Danke.